Amira Mohamed Ali hat im Bundestag eine Rede zum neuen Agrarbericht gehalten und dort auch die Bauernproteste erwähnt und ist auf die katastrophale Politik der Ampelkoalition eingegangen. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, tausende Bauern gehen auf die Straße, die Gastronomen, Lkw-Fahrer, Handwerker und viele mehr schließen sich ihnen an, weil sie Angst haben um ihre Existenz und weil sie nicht mehr akzeptieren wollen, dass sie für die Unfähigkeit dieser Bundesregierung zahlen sollen. Aber in ihrer Arroganz, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ignorieren Sie das nach wie vor. Und diese Arroganz zeigt auch Ihr Agrarbericht. Natürlich stellen Sie sich selbst wieder ein gutes Zeugnis aus. Aber die Wahrheit ist, 2023 war ein trauriges Rekordjahr für Betriebspleiten und auch Höfesterben geht weiter. Die Leute sind zu Recht wütend auf diese Bundesregierung. Denn wen trifft Ihr Spardiktat denn am härtesten? Es sind die kleinen und mittleren Betriebe, die diese weiteren Teuerungen eben nicht einfach wegstecken können. Betriebe, die oft jetzt schon kaum mehr wissen, wie sie überleben sollen. Und für die Landwirte heißt das oft, sie wissen jetzt schon nicht mehr, wie sie den Preisdruck des mächtigen Lebensmitteleinzelhandels weiter standhalten können. Und eines ist sicher. Der Lebensmitteleinzelhandel wird jede Kostensteigerung sofort an die Verbraucher weitergeben. Lebensmittel werden also noch teurer werden. Und das geht doch nicht, Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt schwadroniert Agrarminister Özdemir schon wieder darüber, dass der Fleischpreis erhöht werden muss, um damit vermeintlich für mehr Tierwohl zu sorgen. Ich meine, ich bin für mehr Tierwohl, keine Frage. Aber es gibt nicht mal eine Idee, nicht mal einen Plan dafür, wie dieses Geld überhaupt bei den Landwirten ankommen würde und wie dann dafür konkret für mehr Tierwohl gesorgt werden soll. Kein Plan, kein Konzept, aber teurer für die Bevölkerung, das geht ja immer erstmal. Ich meine ganz im Ernst. Wo leben Sie eigentlich und wo kaufen Sie eigentlich ein? Haben Sie eigentlich noch ein Gespür dafür, was es für weite Teile der Bevölkerung bedeutet, wenn die Lebensmittelpreise weiter steigen, zum Beispiel für viele Rentnerinnen? Ja, aktuell sind die Lebensmittelpreise so explodiert, vor allem wegen der steigenden Energiepreise. An den Börsen, da gab es enorme Spekulationen mit Rohstoffen, auch mit Lebensmitteln. Und die Lebensmittel, die steigen immer mit einiger Verzögerung, wenn die Energiepreise steigen. Und das könnte man eben beispielsweise durch eine härtere Regulierung des Finanzmarktes eingrenzen. Aber ja, an sowas denkt die Bundesregierung natürlich nicht. Und Steuern für die Bauern zu erhöhen, ist nur gesagt suboptimal, wenn die Lebensmittelpreise sowieso schon steigen. Dann einige Landwirte in die Pleite zu treiben, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie ihre Lebensmittel teurer verkaufen müssen, ist nicht gut, wenn die Lebensmittelpreise eh schon so gestiegen sind. Und Rentner, nein. So, Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, werden Sie das zerstörte Vertrauen nicht zurückgewinnen können, aber genau das wäre dringend notwendig. Vielen Dank. Ja, okay, ist jetzt ein spezielles Thema. Der Agrarbericht ist aber wegen der Bauernproteste sehr aktuell, deswegen haben wir uns das angeschaut. Jo, interessante Rede, basierte Position, würde ich sagen. Die Ampel, der Hauptpunkt ist halt, dass die Ampel auch hier keinen Plan hat. Nur eine Sache hätte ich dann noch zu kritisieren, die ist nicht inhaltlicher, sondern formeller Natur. Also guck mal, ihr hättet hier doch ein schönes Thumbnail draufsetzen können. Also so schön, so ganz groß die ganze Arroganz der Ampel und daneben großes Bild von Amira Mohamed Ali, wo sie wütend aussieht oder so. Also ihr wisst doch, wie man Thumbnails macht. Also das würde doch gehen. Also das BSW muss in der Medienarbeit einfach besser werden. Also ihr seht, der Kanal hat auch nur 2600 Abonnenten, da geht deutlich mehr. Den könnte man vielleicht mal, keine Ahnung, auf Sarah Wagenknechts Kanal verlinken. Man muss sich ein eigenes Medienvorfeld aufbauen und dafür müsste man vielleicht auch mal in den alternativen Medien ein bisschen präsenter sein. Ist ein anderes Thema, möchte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber ja, das ist es sind die richtigen Botschaften, aber man muss das noch mal so verpacken, dass das ein paar mehr Menschen mitkriegen.